Moin moin Leute und herzlich willkommen zum Teambuilding hier für Spieltag 7, dem letzten und quasi gar nichts entscheidenden Spieltag der Hinrunde. Es geht ran gegen Pop Galaxy und sein Team Isotope. Ich bin sehr gespannt. Teambuilding hat mich an den Wahnsinn getrieben, in den Wahnsinn meine ich natürlich. Ich nehme das gerade zum 18. Mal auf. Herzlich willkommen. Wir gucken uns Pocs Kader an. Ich möchte es jetzt einfach nur fertig kriegen, bitte. Meine Güte. Wir gehen von S nach D durch. S fängt an mit Katagami und Pixie im S. Ein unfassbar ekelhaftes S-Tier, zumindest mit Pixie. Katagami ist okay so. Katagami ist offensiv natürlich eine Macht, ist aber auch sein schnellstes Pokémon. Was ein bisschen traurig ist. Ich weiß nicht, was Pock gemacht hat im Draft. Ich war ja selbst nicht anwesend, aber ich glaube, er wurde recht häufig gesniped. Egal. Und Pixie ist natürlich, it's just Pixie. Da müssen wir nicht drüber reden. Im A-Tier sehen wir Dragoran und Rotom Heat. Rotom Heat, eines der besten Rotom-Formen überhaupt. Auch im Draft bin er natürlich extrem stark. Kann offensiv gespielt werden, kann defensiv gespielt werden. Kommt hier mit potenziell Auflockern, Irrlicht. Vielleicht sogar Ränkeschmied, irgend so ein Schissel. Aber wir haben dann ein ganz gutes Mon gegen. Da kommen wir aber dann später zu natürlich. Und Dragoran, unfassbar gefährlich. Durch die Multischuppe bekommt er quasi immer einen Drachentanz raus. Und wenn man so einen Drachentanz mal rausgekriegt hat, dann ist die Kacke aber am Dampfen, sage ich. Der natürlich auch unfassbar gefährlich. Der braucht im Prinzip nur einen Flugmove vielleicht und ja, gegen Metacross irgendwas. Ansonsten geht er einfach rugizugi durch. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz stabil aus. Dragoran also auch durchaus eine Gefahr. Im B-Tier sehen wir Aquana, Mortipod und Cresselia. Hier sehen wir extrem starke Defensive mit Aquana und Cresselia. Also extrem starke Defensive. Also Cresselia ist ja einfach nur noch unnormal. Und Aquana kommt daher mit Wunschtraum und so einem Schissel, wo man einfach keinen Bock drauf hat. Die Teekanne, ich wiederhole mich, es ist so albern, dass ich jetzt zum dritten Mal alles erzählen muss. Ich habe mich nicht groß damit beschäftigt. Ich sehe die Teekanne gegen mich nicht. Ja, der kann gefährlich werden mit Hausbruch und diesen Spirenzchen, aber ich sehe den schlicht und ergreifend nicht, weil da Fuecro ist und der keinen Bock gegen Fuecro hat. Ganz einfach. Im C bis D-Tier sehen wir dann Pampros, Miltank, Nocturne und Piondragi. Piondragi auch nochmal durchaus gefährlich, weil auch der natürlich sehr gerne mit einem Schwertanz um die Ecke scheißert. Aber der ist nicht super schnell. Der ist solide schnell, aber nicht super schnell. Nocturne glaube ich bisher noch nicht einmal mitgekommen bei Pock. Von daher sehe ich den ja auch nicht unbedingt. Vielleicht denkt sich Pock so, oh, das Matchup ist ja absolut großartig, den nehme ich mit. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Dann haben wir noch Pampros und Miltank, auch nochmal defensiv unfassbar ekelhaft. Pampros physisch umzuböllern, sehr sehr schwierig. Miltank umzuböllern allgemein relativ schwierig, wenn man jetzt nicht gerade gute Kampfattacken dagegen hat. Ansonsten kann Miltank halt ganz ganz viel Schissel machen mit Vitalglocke, Tarnsteine legen, Donnerwelle, Toxin-Spam, Milchgetränke, Schissel, Bodyslam, Paras. Ihr habt Spieltag 7 Liga 1 gesehen, was da los war mit Miltank. Der hat den Auftritt seines Lebens gehabt. Digga, gar keinen Bock drauf. Und Pampros ist natürlich so ein Pokémon, was man sehr, sehr gern spielt mit Erholung, Katapult, Erdbeben, was ganz gut funktionieren kann gegen uns. Vor allem, weil wir sehr erdbebenanfällig sind mit meinem Kader. Und wenn er dann noch Katapult dazu spielt, um eben zum Beispiel Boreos auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, dann funktioniert das sehr gut. Und ansonsten kann man halt Erdbeben spammen gegen mich, schlicht und ergreifend. Das Einzige, was da gern reinkommen möchte, ist Mosquito. Und ich sag Mosquito, schwierige Nummer. Okay, soweit, so gut. So viel zu dem Kader. Er hat, wie ich anfangs erwähnt habe, mich nahezu beim Teambuilding in den Wahnsinn getrieben. Nicht wegen der Offensive. Die Offensive habe ich mit einem Pokémon ausgehebelt. Sondern wegen der Defensive. Die war nicht ganz so einfach auszuhebeln. Die hat mich wirklich vor Herausforderungen gestellt im Teambuilding. Kommen wir erstmal ganz kurz zu dem Pokémon, von dem ich denke, dass es die größte offensive Gefahr aus Pocs Team im Alleingang easy handeln kann. Das ist Boreos. Boreos wehrt die Attacken ab, die ich denke, dass mitkommen. Die Attacken ab, die von denen ich denke, dass sie mitkommen. So ist richtig deutsch, Digga. Und zwar Laubklinge, Sanktoklinge und Abschlag. Was der vierte Move sein wird, ich habe absolut keine Ahnung. Vielleicht der Stahlstab, aber das ist halt Schmalhorn. Schmalhorn ist Wacko. Ich glaube, was Besseres kann er halt nicht. Vielleicht Schwertanz, maybe. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir spielen Boreos auf jeden Fall mit so viel Speed, dass wir Katagami outspeeden können, sofern er keinen Wahlschall trägt. Wenn er einen Wahlschall trägt, dann ist der Schadensoutput viel zu gering.
um Boreos hier wirklich gefährlich werden zu können. Wir spielen hier den Beulenhelm drauf. Das Einzige, was uns anfangs über 50% machen kann, ohne dass... Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Das Einzige, was uns über 50% machen kann, anfangs, ohne dass er Damage boostet ist, so glaube ich, ist Abschlag? Oder warte mal, nee, da muss er auch Leben aufspielen, um uns über 50% zu machen. Und wenn der Abschlag einmal so viel Schaden gemacht hat, dann ist zwar der Beulenhelm weg, aber dann macht der Abschlag auch nicht mehr so viel Schaden im Anschluss. Das heißt, wir kommen sowohl in die Laubklinge als auch in die Sanktoklinge, als auch in den Abschlag sehr, sehr gut rein. Der vierte Move, wie gesagt, sei mal dahingestellt. Falls er Leben aufspielt, sind wir halt schneller, drücken Orkan und reißen das Ding aus dem Leben. Easy. Und ansonsten haben wir neben dem Orkan noch die Kehrtwende. Auflockern zur Not, weil er ja doch recht viele defensive Mons hat, die Titansteine rausballern können. Pixie, Pampros, Miltank, man kennt es. Und zu guter Letzt noch den Verhöhner, weil ich hier einen schnellen Verhöhner einfach insane gut finde. Also Miltank ist ja relativ schnell tatsächlich, man mag es nicht glauben, aber es ist so. Da einen Verhöhner drauf zu kriegen, wäre geil. Auf Pampros einen Verhöhner zu kriegen, auf Cresselia einen Verhöhner zu kriegen, auf Pixie einen Verhöhner zu kriegen. Überall geil drauf. Auch auf Rotom kann es ganz geil sein. Wobei ich eher weniger in Rotom drin bleiben möchte, wenn ich ehrlich bin. Also da haben wir ja immer ein anderes Pokémon, was da reinkommen möchte. Dazu kommen wir jetzt am besten, weil ich mich eh schon fast verblabbert habe. Kommen wir zu Knackrack. Der Junge möchte immer in Rotom reinkommen. Immer. Weil Elektroattacken stecken wir easy weg. Feuerattacken stecken wir ganz okay weg. Auch ein Hitzekoller stecken wir ganz okay weg. Wir spielen aber trotzdem offensiv. Wir haben hier nicht wirklich viel defensives Investment, nur ein bisschen KP, ein bisschen Verteidigungswerte, die übrig waren halt. Ansonsten spielen wir hier hartes Wesen und Lebenorb. Problem daran ist natürlich, wenn wir als Switch in dienen sollen, in Rotom, dann noch Lebenorb zu spielen. Aber ich musste das eingehen, weil wir sonst weder Pixie noch Cresselia wirklich gefährlich werden mit dem Knackrack. Und jetzt wird sich der eine oder andere denken, na krank, was? Switchen in Rotom, ehrlich, Digga? Ja, wir spielen Fassade. Fassade, Erdbeben, Schuppenschuss und Schwertanz. Wir haben natürlich unsere beiden Stabs mit Erdbeben, Schuppenschuss, die immer sehr, sehr gut hitten. Abgesehen von Cresselia natürlich. Mit Erdbeben können wir mit dem harten Wesen und Lebenorb Pixie immer two-shotten, auch wenn der physisch defensiv ist. Pampros wird da ein bisschen schwieriger tatsächlich, da müssen wir immer Schwertanz drücken, um da ordentlichen Schadensoutput zu haben. Aber falls wir ein Irrlicht abkriegen, haben wir eben die Fassade. Das ist sehr, sehr geil. Mit Fassade können wir Pixie ebenfalls two-shotten, wenn wir verbrannt sind. Und können allgemein ganz netten Druck gegen das Team ausüben. Problem ist, dann brauchen wir weder Schuppenschuss noch Erdbeben zu drücken, weil die machen dann natürlich keinen Schaden mehr unbedingt. Wobei ich sage, dass Schuppenschuss trotzdem immer noch wert sein kann, gedrückt zu werden, weil wir ja den Edit-Boost dadurch kriegen und das ist natürlich wichtig. Und das kann wichtig werden für Knackrack, weil sonst dann natürlich Katagami uns immer hops nimmt. Ich habe ja schon angesprochen, dass das Team defensiv extrem stark ist und dass Pock in der Vergangenheit durchaus schon Vitalglocke auf Miltank gespielt hat und ich glaube auch Erholung auf Pampros, aber da bin ich mir nicht sicher, ob er das so schon gespielt hat, ich denke mal. Und in beiden Fällen kommt Metagross ins Spiel. Der Metagross möchte hier mit dem Toxic Orb und dem Trickbetrug im besten Fall einen von den beiden. Ich nehme es auch gern auf Aquana und Cresselia, wenn es sein muss, aber Miltank, Pampros sind so die, wo ich sage, da lohnt es sich am meisten drauf, denke ich. Den Toxic Orb drauf. Denn der Toxic Orb hat den Vorteil gegenüber von Toxin. Klar, offensichtlicher Nachteil ist, wir haben den nur einmal. Aber Vorteil ist halt, der triggert immer wieder. Also wenn Miltank Vitalglocke drückt und den Toxic Orb trägt, triggert der sofort wieder. Wenn Pampros Erholung drückt und dann aufwacht, triggert der Toxic Orb direkt wieder. Und das ist immer Chip, den wir gerne mitnehmen wollen, ohne dass wir einen zusätzlichen Move drücken müssen, sondern können uns komplett darauf verlassen oder komplett darauf konzentrieren, mit unseren Angriffsattacken Schaden zu drücken. Dafür haben wir auf Metagross noch den Strauchler, der ist natürlich besonders nett gegen Pampros. Wir spielen hier auch ein speziell offensives Metagross, das ist ganz nett. Und der Strauchler macht immer über 50%. Also auch wenn er speziell defensiv ist, immer über 50%. Das ist ganz nice. Zusammen ein bisschen mit dem Chip vielleicht, den wir durch den Toxic Orb kriegen, eventuell macht das hier ganz netten Schaden. Dann haben wir noch die Lichtkanone heißt es, ja. Die trifft das ganze Team solide, abgesehen natürlich von Rotom und Aquana, die beiden jetzt nicht so.
Katagami könnte man jetzt auch sagen, ja, trifft das jetzt auch nicht so solide, ne? Ist halt Stahlmon und das ist ein Stahl-Move und der trifft den nicht so gut. Macht trotzdem immer über 50%, weil Katagami speziell ein Rekko ist. Gegen Rotom haben wir jetzt hier halt noch den Steinhagel mit drauf. Gegen Aquana würde ich immer noch mal Trickbetrug drücken, im schlimmsten Fall die Überreste wegnehmen. Und weiß ich nicht, irgendein Item von Miltank, so eine Rospelbeere Aquana geben, die useless ist. Ich sag, die Überreste nehme ich am Ende auch. Ich sag, wenn wir irgendwelchen Pokémon irgendwelche useless Items geben können, ist es das wert im Endeffekt. Das ist halt nochmal ganz nett an Trickbetrug. Wie gesagt, den Steinhagel haben wir vor allem für Rotom dabei, der macht gegen nichts anderes wirklich Sinn. Aber Rotom treffen wir damit so solide und theoretisch auch Dragoran, dass wir damit guten Schaden machen können. Und gleichzeitig halt eben Druck ausüben, damit er nicht immer ein Switch in Metagross ist. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ansonsten gibt es hierzu noch irgendwas zu sagen. Na, wir haben zwar minus Angriffswesen, aber der Angriff ist immer noch relativ solide. Deswegen machen wir Rotom mit dem Steinhagel immer noch guten Schaden. Es ist immer noch ein Metagross und es ist immer noch sehr effektiv. Deswegen ist es schon okay, denke ich. Und jetzt kommen wir zum nächsten Pokémon. Nummer 4, das Primarine. Und Primarine, was ich daran rumgebaut habe, am Ende ist es halt das standardste Standardset der Welt. Und ich habe einfach Jahre dafür gebraucht, das so zusammenzubauen. Fragt mich, Alter, ich bin über heißt es Wunderraum? Ich bin mir nach wie vor nicht ganz sicher. Ich glaube Wunderraum, was die Verteidigungswerte vertritt. Also, ich bin Sets durchgegangen, die möchte ich nie wieder sehen in meinem Leben. Ja, am Ende ist es halt das Standardset geworden. Überreste, Delegator, Gedankengut, Siedewasser, Mondgewalt, man kennt Double Step. Damit treffen wir das ganze Team unfassbar stark. Das Einzige, was uns hier im Weg stehen könnte, ist halt ein Unkenntnis-Pixie, speziell defensiv, was ich mir gut vorstellen kann, dass es speziell defensiv mitkommt. Das Problem ist dabei, dass wir das dann halt, da machen wir keine 50%, können uns dagegen nicht setupen, weil Unkenntnis eben. Ursprünglich war es halt geplant, statt Siedewasser Toxin mitzunehmen für genau diesen Fall. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich sehe Siedewasser irgendwie mehr. Vor allem treffen wir damit Rotom nochmal besser. Vor allem treffen wir damit Pampros besser. Das sind halt Pokémon, die müssen wir unter Druck setzen, weil die anderen Pokémon die nicht so gut unter Druck setzen können. Deswegen müssen wir mit Primarine halt die beiden auch unter Druck setzen können. Außerdem ist Siedewasser drücken ist immer irgendwie wert, weil Verbrennung. Ja, ihr wisst Bescheid. Wenn da Katagami wird nicht reinkommen wollen, weil wir den auch two-shotten mit beiden Moves. Aber falls, dann ist die Verbrennung halt nett. So. Ansonsten müssen wir halt irgendwie sehen, dass wir mit Primarine immer einen konstanten Druck aufrechterhalten. Das hat in den letzten Kämpfen ganz gut geklappt, indem Primarine einfach da steht und Mondgewalt drückt. So, eigentlich braucht Primarine nicht mehr als Mondgewalt. So, ja, das ist es halt. Wir haben hier mäßiges Wesen, sehr viel Speed Investment, also der wird Schaden knüllen, wenn er will. Ich hoffe, das macht er auch. Kommen wir zu Pokémon Nummer 5, das ist der Fuegra. Und Fuegra kommt hier mit dem Schattenglas. Der Schattenglas verstärkt Unlichtattacken um 20% und traurigerweise braucht Fuegra das, um ein physisch-defensives Cresselia handeln zu können. Ich weiß nicht, was ich sagen soll zu Cresselia. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Ja, ansonsten haben wir neben dem Dark Lariat, was ich gar nicht angesprochen habe, aber jetzt wisst ihr es, noch den Abschlag dabei, den Flammenblitz dabei und den Brüller, witzigerweise. Wir sind hier komplett offensiv auch, hartes Wesen, wie gesagt, komplett reingeknüllt. Und mit diesen drei Moves, also Abschlag, Flammenblitz und Dark Lariat, treffen wir das ganze Team super solide. Wir haben natürlich wieder hier ein kleines Problem gegen Pampros. Theoretisch können wir dagegen brüllen, aber ich sag, Boreos kommt da halt immer solide rein, so. Deswegen müssen wir da keine große Gefahr eingehen. Dann kann er natürlich Tarnsteine legen, aber wie gesagt, Boreos kommt dann rein, drückt auflockern, kann mit Kehrtwende wieder rausgehen, weil es eh schneller ist als das meiste, außer der wahrscheinliche Scarfer Katagami, der aber nichts gegen Boreos macht, weil das der Check dagegen ist. Also ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Fuegra muss nichts gegen Pampros machen, weil wir, also Pampros kann halt schwer zu breaken sein, aber Pampros stellt auch nicht die größte Gefahr der Welt dar. Ja, mit dem Brüller, der ist vor allem halt eher dafür da, Pixie rauszubrüllen, vielleicht einen Aquana rauszubrüllen, vielleicht einen Miltank rauszubrüllen, vielleicht einen Cresselia rauszubrüllen. Also vor allem so Pokémon wie Pixie, Cresselia, die sich setupen wollen.
die direkt weg. Ja, einfach weg. Klar, Pixie kann natürlich immer gern reinkommen in Fuego und sagen, yo, ich setup mich jetzt hier und ich mach das jetzt. Aber dann geht er halt wieder raus. Muss er sich zweimal überlegen, was er dann drückt. Ist halt schwierig. Ja, kommen wir zum letzten Pokémon. Und dieses Pokémon, genauso wie Metagross, genauso wie Mosquito und Oserade, das war alles so ein bisschen immer schwammig. Bis zuletzt war das immer schwammig. Ist auch, also es war halt immer so, welches dieser Pokémon soll am Ende mitkommen. Am Ende sind es halt Metagross und Amigento geworden. Es war zwischenzeitlich war ein Offensivwest Mosquito drin, es war ein Stachler, drei offensive Moves, Roserade, dann war es ein Offensivwesten Roserade, dann war es dies und dann kam das Mosquito und dann kam doch Metagross und ach, das war alles Trash, das Teambuilding war einfach nur der Horror. Wir nehmen Amigento hier mit in dem Set, wie es halt am besten funktioniert und zwar mit Multiangriff, Knirscher, Nitroladung, Schwertanz. Amigento hat das Potenzial, nach einem Schwertanz alles easy zu two-shotten. Es ist einfach nur noch traurig. Also Amigento, für einen C-Tier-Pokémon, es ist einfach nur noch traurig, was Amigento für Arbeit macht. Es ist einfach nur, naja. Wir spielen hier die Antikampfbeere, die Rospelbeere. Für Katagami ist die vor allem gedacht. Und zwar möchte ich, wenn Katagami reinkommt, nicht rausgehen müssen unbedingt, sondern Nitroladung drücken im besten Fall. Und eben die Sanktoklinge gut abwehren. Das ist das Einzige, mit dem Katagami uns One-Hit rausnehmen könnte. Wenn er jetzt nicht gerade Walband ist. Ich glaube, mit Walband besteht bei Laubklinge durchaus auch die Chance, uns zu One-Hitten. Weiß ich jetzt aber nicht. Habe ich gerade nicht im Kopf den Kalk. Aber Sanktoklinge definitiv. Deswegen die Antikampfbeere. Und mit der stehen wir hier eigentlich immer ganz gut da. Auch wenn die gegen alles andere wahrscheinlich nicht so insane ist. Vielleicht noch gegen Body Press Miltank oder so. Ich sag Nocturne. Unwahrscheinlich, dass der mitkommt, aber falls, dann auch gegen den natürlich ganz nett. Wobei man da halt sehen muss, ob der Nahkampf nicht trotzdem einfach killt. Nee, wird er nicht. Ja, ansonsten sieht das hier so, steht das Team jetzt so, wie es eben steht. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, aber es muss jetzt so funktionieren irgendwie. Wir müssen den Kampf gewinnen im besten Fall, damit wir 5-2 aus der Hinrunde rausgehen, damit wir alle Optionen für die Rückrunde haben. Das ist wichtig und damit wir den Anschluss nach oben hin natürlich nicht verlieren. Ach, wer hätte Anfang der Season gedacht, dass wir da oben mitmischen, Alter? Niemand. Niemand. Ja, das soll es gewesen sein. Gucken wir nochmal ganz kurz, was Pog sehr wahrscheinlich mitbringen wird. Das ist nicht so einfach tatsächlich. Ich sehe auf jeden Fall Katagami. Katagami ist einfach sein bester Breaker, sein schnellstes Pokémon und das muss eigentlich mitkommen. Er muss sich darauf einstellen, dass wir mit aller brachialer Gewalt zuschlagen, die uns zur Verfügung steht. Deswegen ist Pixie eigentlich fast schon Pflicht, um Setup jeglicher Art verhindern zu können, wegen der Unkenntnis halt. Rotom sehe ich hier auch eigentlich immer, weil Rotom immer ein gutes Pokémon ist. Ja, dann ist es halt schwierig, ne? Cresselia sehe ich schon auch. Weil Cresselia, physisch defensives Cresselia, kann Knackrack halt gut handeln, leider. Und Knackrack ist halt schon eine Gefahr für sich. Pampros, Miltank, durchaus auch möglich. Durchaus auch möglich. Also, Pock, also die Kader von Pock und mir, die unterscheiden sich halt mehr als alles andere, was ich jemals gesehen habe. So, bei mir ist halt die pure offensive Gewalt. Und bei Pock ist halt so die Defensive des krebsigen Todes. Schwierig. Wir schauen mal. Morgen kommt der Kampf. Ich glaube 15 Uhr. Ich habe nicht nachgeguckt, aber ich denke 15 Uhr ist es soweit. Danach ist eine Woche Pause. Da kommt dann der Rückrundendraft, der nicht live stattfindet, aber den ihr als Premiere bei Present sehen könnt dann. Ist wie ein Livestream, nur nicht live. Und da die Woche darauf kommt dann Spieltag 8 oder eben Spieltag 1 der Rückrunde, wie auch immer man es nehmen möchte. Ich bin sehr gespannt, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Spieltag 7 und hören uns dann nächste Woche trotzdem wieder, denn dann gibt es natürlich das Kader-Update mit den neuen Mons, die eventuell dazugekommen sind oder eventuell auch nicht. Und natürlich habe ich noch ein anderes Video geplant, was aber noch gemacht werden möchte. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, einen tollen Abend oder so, einen tollen Resttag. Schaltet morgen den Kampf unbedingt ein.
Der verspricht geil zu werden, denn es ist Pock, gegen den ich noch nie gewonnen habe, außer ein einziges Mal, bei dem ich ihn komplett weggehext habe. Ja. Schauen wir mal, ne? Bis dahin. Tschüss und ciao.